Einen schönen guten Morgen. Es geht weiter im Kontext Thema Reibung. Heute ganz kurz zu Reibungswärme, Reibungsarbeit. Dazu nochmal in Erinnerung die Gleichung, die wir benötigen werden. Das erste ist die Reibkraft ist Reibfaktor mal Normalkraft, dann Arbeit ist Kraft mal Weg, Leistung ist Arbeit pro Zeit oder wenn ich eine Drehbewegung habe, ist die Leistung gleich Drehmoment mal Drehzahl. Stellen wir uns also ganz einfach vor, wir hätten hier eine Ebene und darauf einen Klotz, der mit 100 Newton belastet wird und der wird vorangeschoben, wenn ich hier beispielsweise Treibfaktor von 0,1 habe und ich bewege den Klotz insgesamt über eine Strecke von einem Meter, dann haben wir eine Reibarbeit verrichtet, Reibkraft mal dem Weg, also Fr mal S ist unsere Arbeit, Reibkraft ist Reibfaktor mal Normalkraft, also 0,1 mal 100 Newton mal 1 Meter, das heißt wir haben 10 Newtonmeter oder Joule an Arbeit verrichtet. Wenn ich das Ganze jetzt in einem Meter pro Sekunde Geschwindigkeit zurücklege, dann hätte ich eine Reibleistung übertragen. Hier haben wir Arbeit pro Zeit, der eine Meter für eine Sekunde, also 10 Newtonmeter pro Sekunde. Das sind 10 Watt. Das heißt, dies ist die Leistung, die ich in den Klotz einbringen musste für diese Bewegung. Und da diese Leistung hier nirgendwo anders hin kann, sie wird nicht übertragen wie eine Maschine. Das heißt, alles was an Leistung hier eingebracht wird, wird in Form von Wärme wieder ausgegeben. Das heißt, wir müssen ab und zu mal darauf achten, wie viel Wärme bringe ich denn überhaupt in mein System ein, über die Reibung, damit das Ganze nicht überhitzt. Hier vielleicht noch zwei Beispiele. Das sind Kugellager. Das ist ein zweireihiges Schrägkugellager mit zweiseitiger Gummidichtung, also Typ 2RS. Das hier ist ein sogenanntes Dünnringlager, große Bohrung, kleiner Ring, dennoch auch wieder zwei Gummidichtungen, also Typ 2RS. Das heißt, diese Gummidichtungen sind so konstruiert, dass sie schleifend sind. Also hier unsere Dichtung, da unser Ring und dazwischen ist eine Relativbewegung. Bei den Lagern ist es so gehandhabt, dass die Dichtung außen festgeklemmt ist und hier innen am Innenring dann schleifend ist, damit die Umfangsgeschwindigkeit kleiner ist und damit auch die eingebrachte Wärme. Nehmen wir dieses Beispiel mal hier, dieses Kugellager. Der Innenring bzw. die Dichtungslauffläche hat hier einen Durchmesser von 55 mm und das Drehmoment, wenn ich einfach hier das Lager jetzt langsam bewege, dann habe ich ein wenig Fettreibung, aber auch diese Dichtungsreibung und da ich zwei schleifende Gummidichtungen habe, ist mein Drehmoment hier etwa 0,2 Newtonmeter. Also das ist nicht ganz unerheblich. Und wenn wir jetzt eine Drehzahl von 5000 Umdrehungen pro Minute haben, dann schauen wir mal auf die Reibleistung. Das heißt, wir nehmen die untere Gleichung hier, die Leistung, die ich praktisch in das Lager aufgrund alleinig der Dichtungsreibung dann einbringe. Das ist M mal, ich mache es wieder mit 2πn durch 60, das ist einfacher zu rechnen. Also 0,2 Newtonmeter. Das wäre knapp, kurz eng, mal 2π mal 5000 durch 60. Und wenn man sich das mal anschaut,
dann sind das fast 105 Watt. Wenn man bedenkt, ein Wasserkocher, der hat vielleicht 1 Kilowatt, 105 Watt, das ist sowas wie unsere alte Glühbirne, die richtig helle, von der wir wissen, dass sie ordentlich heiß ist. Diese Wärmemenge wird also ständig einfach nur durch die Rotation und das Schleifen von dem Dichtring in den Innenring und damit in das ganze Gehäuse und das Fett eingebracht. Und wenn man hier auf die Drehzahlen nicht achtet, dann kann es einem durchaus passieren, dass alleinig aufgrund der Reibleistung oder Reibwärme das Fett hier drin im Lager überhitzt. Und wenn das Fett überhitzt ist, dann dauert es nicht allzu lange, bis das Kugellager ausgefallen ist. Also in dem Punkt einfach mal drauf achten, wenn ich Leistung reinbringe und hier der Lagerring steht, die Dichtung dreht, dann habe ich hier dieses Reibungssystem, das erzeugt mir Reibarbeit, das Ganze in einer Zeit erzeugt mir Reibleistung und da sie nirgendwo anders mechanisch dann abgenommen wird, ist sie einzig und allein dann als Wärme reingebracht.